Heute eine weitere Vorstellung zu einem Amare Knife und zwar dem Pocket Peak in der Fixed-Version. Ihr habt ja schon ein paar Bilder gesehen vorab und beim Bearbeiten der Bilder, beim Zuschneiden, Schärfe ein bisschen erhöhen, da habe ich mir schon gedacht, Junge, das ist ein fotogenes Teil. Das macht mich doch rein von den Bildern schon ganz schön an. Sehr, sehr cooles Teil. Amare Knives, relativ frisch am Markt. Das ist eine Kooperation, eine Zusammenarbeit zwischen Messerunikum. Dahinter verbirgt sich der deutsche Messermacher und Schmied Uli Hennicke und Real Steel Knives, denn Real Steel fertigt diese Modelle. Ich habe euch ja den Pocket Peak Folder hier schon gezeigt vor einiger Zeit. Video packe ich mit in die Videobeschreibung. Und beste Grüße gehen raus an Uli Hennicke, an Amare Knives, denn dieses Messer wurde mir für diese Vorstellung kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Ich habe das auschecken können und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Amare Knife Box, darin innenliegend war dann noch natürlich das Messer sich verstaut, eine Kydex. Die ist schmal gefaltet, funktioniert gut, hat hier kleine Dimples, kleine Löcher, dass das Messer fixiert wird. Hier noch ein Ablauf, kannst du so noch gerade in die Hosentasche stecken, obwohl es schon sehr, sehr lang daherkommt. Aber es baut schmal auf, das ist ganz gut, lässt sich relativ gut ziehen, hat einen Snap, der okay ist. Das Messer ohne Klackern wird auf jeden Fall sehr, sehr sicher gehalten. Und die Fixed-Version gibt es auch mit orangefarbenem Kydex. Das finde ich matcht ganz gut mit diesem Carbon Fiber Laminat G10-Verbund. Ist ganz schick, dass man da eine Auswahl hat. Funktioniert also ganz gut und kommt natürlich mit einem Tragesystem. Kann man anschrauben, Tech-Lock-artig hier an Gürtel ranmachen. Sehr schön, dass das mit dabei ist. Und das Beste bei all dem, der Preis dieses Modells liegt bei knapp unter 70 Euro, 69,90 oder also 70 Euro ungefähr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dieses Modell dürfte gut laufen, denn das macht mächtig was her. Kommt dann noch mit einem kleinen Zertifikat nicht, aber so eine Infobroschüre. Und alles Weitere, wie auch Bezug, findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt ihr dann einfach mal aus. Ich fange mal mit den technischen Daten an. Wir haben hier 22 cm Gesamtlänge. Das ist also ordentlich. Eine sehr, sehr lange Klinge. Fast 10 cm, 9,8 cm Klingenlänge. Davon 9,5 cm effektiv scharf. Die kam auch wunderbar scharf, diese 9,5 cm Abwerk. Dann haben wir eine, wie ich finde, satte und ausreichende Klingenstärke, bleibt auch weit bis nach vorne stabil von 3,1 mm. Und der satinierte Flachschliff läuft hier bei diesem Modell mit einer Materialstärke von ungefähr 0,50 mm auch schneidfreudig fein aus. Hat mir alles gut gefallen. Dieses Modell, die Fixed-Version, gibt es auch noch mit einer Stonewash-Klinge. Also da hat man dann nochmal eine Wahl. Und dann hier mit Hohlnieten dieser Carbon Fiber G10 Laminatverbund. Sieht durchaus immer sehr schön aus, wie ich finde. Bei Sonneneinstrahlung erwacht das wirklich nochmal zu ganz anderem Leben. Zwei Hohlnieten, hier hinten noch eine kleine Bucht, wie beim Klapper auch. Und alles sauber angepasst. Hier ganz dezent gemarkt, die Seriennummer. Klinge auch dezent gemarkt, sehr clean. Amare Knives, die Libelle, das Logo. Und hier nochmal das Modell gemarkt mit dem Stahl. Dann haben wir oben und unten eine Riffelung, die versetzt, sodass es absolut Sinn macht. Daumenauflage, Zeigefinger, das Messer geht dir so schnell nirgendwo hin. Ist auch durchaus sinnig, das kann durchaus mal eine rutschige Angelegenheit sein bei diesem Material. Ist auch fein runtergeschliffen. Da ist dieses Jimping so versetzt angebracht, sehr durchdacht, hat mir gut gefallen. Hat mir bei härteren Arbeiten, ich habe auch geschnitzt mit dem Teil, wirklich einen guten, verlässlichen Dienst geliefert.
bekommt von mir eine volle Punktzahl und das Design an sich ist eh sehr, sehr ansprechend. Jo, wir haben glaube ich 92 Gramm ohne Kydex-Scheide und 115, 117 Gramm mit, also absolut gewichtstechnisch etwas, was man gut bei sich tragen kann. Und Preis 70 Euro erwähnte ich ja schon. Das sind Werte, die gefallen mir sehr, sehr gut. Auch durchaus punkten konnte das Messer in der Schneidperformance. Das Schöne bei diesem Messer ist, im wahrsten Sinne des Wortes das Schöne, man hat nicht nur ein Modell bei sich, das schneidfreudig daherkommt, sondern es ist eine pure Freude, das Messer rauszuholen, in die Hand zu nehmen und anzugucken. Also wenn man dann auf diese schlanke, langgezogene Speedboat-Form steht, mich macht die ganz schön an. Ja, aber zur Praxis mal kurz ein paar Aufnahmen. Da hat sich das Messer also wirklich gut geschlagen, absolut brauchbar. Die Handlage, ich kann sie nicht anders als gut bezeichnen. Mir gefällt sie sehr gut. Performance, erwähnte ich jetzt schon mehrfach, brauchbar, scharf ab Werk. Toller Wurf. Da gibt's nicht viel zu meckern. Formschönes, elegantes Design. Ich finde, wie auch der Klapper, ein sehr, sehr moderner Touch geht von diesem Messer hier aus. Das ist ein Fix, das sowohl im urbanen Alltag als City-EDC glänzen kann. Im Outdoor-Bereich eventuell bei flotten, schnellgehenden, nicht zu harten Arbeiten auch seinen Job macht. Und wie ich finde, als vermutlich Steakmesser mit Sicherheit Blicke auf sich ziehen würde. Sehr, sehr cooles Modell. Jo, toller Wurf und da bin ich mir sicher, das Teil wird seine Fans finden. Klarer Fall. Jo, das ist jetzt meine Vorstellung zu dem Fixed-Modell. Für weitere Infos checkt ihr die Vorstellung zum Klapper nochmal aus. Ja, und über ein Feedback, wie ihr die Teile denn findet von Amare Knives, ob ihr die auch schon auf dem Schirm hattet, ob ihr schon ein Modell davon besitzt. Ja, alles her damit. Freue mich immer über Feedback. Und dann war's das von mir. Und ich verbleibe wie immer mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.